So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Zombie. Und ich muss jetzt noch was holen. Mir gerade aufgefallen. Blablabla. Das erste Mal gehen wir mal hier wieder runter. Und wir wollen ja das erste Mal hier rein, damit wir wieder runterkommen. Wir müssen noch mal zu dem Mushroom Dingen, aber zuerst müssen wir noch mal hier rein in die Stadt. Denn dort wartet noch was Schönes auf uns. Ah, ich werde das Nein, ich will einfach nicht. Ich habe jetzt nebenbei so eine Lösung offen, weil einfach ich mich an so ziemlich viel nicht mehr erinnern kann. Und ich ewiges herumgesucht. Das ist Zeitverschwendung für mich und so. Ich denke gerade nach. Mit dem Heilpilzen kann man die Wirkung von Kichern und Heilpilzen haben, richtig? Und dann, wenn du auch andere Sorten gegessen hast, wie zum Beispiel verdächtig Pilze und paranoid wirst, womit kann man sich dann kurieren? Soviel ich weiß, gibt es dort jede Menge seltsame Pilze. Irgendeine Sorte muss doch harmlos sein. Wo ist meine Kiste hin? Da war doch eine Kiste. Nochmal rein, Moment. Da war doch meine Kiste. Weil wenn die jetzt weg ist, haben wir ein großes Problem. Du hast einen Schuss gefunden. Ach der, gar nimm ihn ruhig. Mit dem sollte sich eine der Türen in der Funktion wieder öffnen lassen. Wo ist meine Kiste hin? Vielen herzlichen Dank. Wo ist meine Kiste? Hallo, da ist eine Schweinetasche drin. Frage mich, ob wir ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Weil durch den einen Typen da unten die Kiste weg ist. Und da ist die Schweinetasche drinnen. Ja. Ich habe jetzt keinen Plan, was... Wir könnten jetzt ein ernsthaftes Problem haben. Leute. Ich rede jetzt noch mit dem Typen. Diese Verflixbörse, wenn du erfahren... Ah, ich glaube, ich habe den Typi... Ich glaube, ich habe vergessen, mit dem Typi zu reden. Hier in den Speicherstand jetzt. Weil ich bin ja einmal in der... Wo ich aus Versehen nicht aufgenommen habe, bin ich einmal gestorben. Ja. Und da ist jetzt hier eine Schweinetasche drin. Die Orangen. Boah, ich hatte schon Panik. Ich sag's euch, Leute. Ich meine jetzt... Weil ich irgendwas zu früh gemacht habe. Ja, Dorf Bacchus, aber wenn ich irgendwas zu früh gemacht hätte, die Ding nicht funktioniert hätte, hätte ich mich ein bisschen paranoid geworden. Okay, mit den Typen rennen. Big hast du nicht gesehen, aber kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja, kannst du. Lass mich vorbei, ich will mit den anderen Typen reden. Okay, dann eben nicht. Renn mit denen. Ich habe bereits aufgegeben. Vielleicht kannst du das bei Schwein finden. Bla. Hallo Tombi, weißt du, ja, ich habe einen Hinterhaken, du Trottel. Natürlich weiß ich, was ein Hinterhaken ist. Okay, Leute. Jetzt mal schauen. Wie ich mir, ich kann euch schon mal so viel verraten, wir werden hier unser erstes Schwein treffen. Aber dazu muss ich noch ein bisschen was erledigen. Und zwar, da müssen wir hier hin. Ja, ich weiß, wo das Schwein schon ist. Und zwar ist das das Laberschwein. Das ist das Feuerschwein. Für den wir die grüne Schweinetasche haben. Und hier ist noch was, was wir jetzt holen können. Moment, war da nicht irgendwas, wenn ich mit den Interhaken gegen diese Dinger? Kommt her, ihr Trottel. War dann eben nicht. Das Gute im Hinterhaken ist, ich glaube, ich kann mich damit an Truhen anziehen. Hier haben wir zum Beispiel einen Tor mit einer barmherzigen Fee, ja. Okay,
So hier und tipp. Und tipp. Das war der falsche Pilz. Den hier würde ich haben. Muss irgendwie rauf kommen. So, hier komme ich damit rauf. Und tipp. Hier hat mir die 1000 Jahre alte Glocke. Die haben jetzt jederzeit zum und ich will jetzt nicht rumlachen. Oder so, also, wo ist der Pilz? Hier haben wir den Pilz. Sollte hier noch irgendwo noch irgendwo eine Truhe geben. Eine Truhe, die ich haben möchte. Oh nein, 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 nein! Ah, da ist sie ja. Die will ich haben. Oder auch nicht. Die ist auch nicht. Ah, was? Nicht sterben, Tombi. Da muss die Truhe hier sein. Nein, da ist ein Leben drin. Oh nein, geh nicht so ab. Was? Was? Warum? Bin ich jetzt runtergeflogen? Er hat sich doch festgehalten und auf einmal hat er losgelassen. Ach Gott, ja, nö, Moment halten, Power. Ich bin nämlich... hier nach oben. Na komm, hüpf runter. Danke. Und hier müsste er drin sein. Mysteriöser Pilz! Genau den will ich. Ich probiere jetzt mal. Ich hoffe, die Scheiß funktioniert jetzt mal. Danke! So, jetzt haben wir die 1000 Jahre alte Glocke benutzt. Einfach damit ich mich nicht nochmal durch den Scheiß-Dreck hier kämpfen muss. Kann ich mich einfach hier abwarten. Gut, ich nehme auf. Sicherheit mache ich im Selbstfeld. Scharfe Starter. Gut, ich nehme noch auf. Weil letztes Mal hat irgendwie anscheinend durch den Safe State auf einmal nicht mehr aufgenommen. Warum noch immer. Okay, hier rennen wir weiter. Jetzt bei 8 Minuten. Mal schauen, wie ich mich gegen das scheiß Schwein anstelle. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ekelhaft die Kämpfe waren gegen die Schweine. Weil die musste man immer so in die Schweinetaschen so reinhauen, aber wir sehen sie ja gleich. Ich habe gestern gleich nochmal. Und hier drin sollte sich die erste, genau da ist die grüne Tür. Das heißt, ich benutze jetzt mal den normalen Pilz. Bin ich wieder normal und tap. Krabbeln in die erste Schweinetür rein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Bei 9 Minuten. Da ist das fette grüne Schwein. Ah, meine Kleidung. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich meine Muskeln spielen lasse. Wer bist du? Wie bist du reingekommen? Was willst du? Ein dünner Hering mit Obi gegen mich antreten? Na, du hast mal nicht gesehen, wie meine Muskeln und meine Klamotten zerrissen haben. Weißt du, Leute wie du wissen immer erst, worauf sie sich einlassen, ist zu spät. Ich komm. Was kannst du schon abdrücken? Du Bohnenstange. Geh nach Hause. Solange du noch kannst. Was? Du willst immer noch kämpfen? Okay, mir reicht. Du hast deine Chance gehabt. Jetzt musst du es ausbaden. Da gibt's nicht. Du bist selbst dran schuld. Und wir sehen hier, der Typ kann einfach rumzaubern. Also mega Kometenmodus und so Scheiß. Und ich muss
Ich bin zu blöd, um hier rauf zu hüpfen. Ich trottel, bin zu blöd, um auf ihn rauf zu hüpfen. So, auf ihn drauf und rein in die Tasche! Er wehrt sich natürlich. Das... Was? Nein, oder? Hä? Was? Das was? Ich dachte, ich muss die dreimal reinhauen. Oder kommt das... Oder wird das... Boah, ja, mega Szene, die leckt! Sorry! Oh Mann, warum leckt die Szene? Sorry Leute, weiß nicht warum der Scheiß jetzt geleckt hat. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Okay, wir haben den ersten einfach so besiegt. Okay. Mal schauen, ob jetzt diese barmherzigen Flügel funktionieren. Sehr schön. Phönixberg? Lava! Wir haben noch Zeit! Also verziehen wir uns gleich mal dorthin. Ich glaube jetzt... Keine Ahnung, warum die letzten nicht funktioniert haben. Aber wir haben auf jeden Fall das erste Schwein besiegt. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Und hier gibt es schon Heilung für mich. Ich will da hoch schon mal. So, hier und tap. Was? Was? Wieso hat er auf einmal wieder losgelassen? Ah, sinnlos, ein Tag ist sinnlos. Ernsthaft, Leute. Macht es einfach so. Okay, Punktblume erhalten. Was haben wir hier? Haben wir oben was? Haben wir nichts? Okay. Höp, noch so eine Blume. Moment, da oben ist auch so eine Blume. Die will ich haben. Nein, 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 nein! Oh Mann! Verdammte Scheiße! Ich verspiele hier schon wieder meine ganzen Leben. Speicher lieber noch mal hier. So. Bevor ich hier meine ganzen Leben verliere. Einfach hochziehen lassen und hip. Und da oben ist der Typ. Du fragst dich, wie ich jetzt hier aushalte, ohne zu verbrennen. Nun, diese Stelle ist von der Hitze der Lava geschützt. Naja, ist nicht wichtig. Ich habe jetzt wichtigere Dinge zu tun. Das darfst du niemandem erzählen. Ich habe ein sehr wertvolles Objekt verloren, das ich für mein Schiff aufpassen sollte. Versprichst du es niemandem zu erzählen? Ich glaube, ich habe es hier irgendwo verloren. Also bin ich wiedergekommen, um danach zu suchen. Aber es ist zu heiß und gefährlich. Ich kann es einfach nirgendwo finden. Wenn er mir es... Der Dieb benötigen. Und jetzt helfen wir auch noch Dieben. Wenn du es findest, sag es mir, okay? Ich habe keinen Plan, was der Typ sucht. Also, das sind immer die besten Aufgaben. Ich suche irgendwas für den Typen. Nein, nein, nein! Ich lade den Spielstand, ich sag's halt. Schnell an. Weil ich hab nicht viel Leben. Ich brauch die Leben! Was war das jetzt? Zombie! Ach Gottchen! Ach Gottchen, ach Gottchen. Oh, ich glaube, ich höre jetzt hier gleich auf, ey. Noch ein anderes Projekt recorden, dann hier noch gehen.
Okay, und Pep. Wegen Fledermaus. Was? Ich hab... Wow, und das ist ein Schwein. Geh weg, Schwein. Wow. Phönix Lieblingsspeise. Geschafft. Okay. Muko. Ich will jetzt eigentlich noch durch diese scheiß Höhle durchkommen. Max Energie plus 1. Okay, da oben geht's weiter. Höp, höp, und höp. Höp und höp. Da einfach raus. Will einfach nur raus. Aus dieser Scheißhöhle. Das ist erst nicht mal. Weil einfach kein Boden. So, was haben wir? Nest des Phönix. Da speichern? Ja, machen wir. Dann machen wir auch Schuss für heute. Das erste Schwein war leichter als gedacht. Und ja, läuft ja alles prima. Bis auf die Tatsache, dass ich immer wieder sterbe. Na, also Leute, wir sind dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier zum Phönix schauen und ihm seine Lieblingsspeise geben, weil er ja hungrig ist. Bis dahin, Leute. Ciao.